Und Leute, in dem Moment, ich habe gespielt wie ein Hacker. Kann wirklich sein, dass sie den Account wegen dem Video bannen werden. Crunchyroll, Leute, und gestern habe ich ja dieses Video mit der schlechtesten Grafik hochgeladen und ihr habt die 10.000 Likes sehr schnell geknackt, deswegen seht ihr heute mal meine wirklich allererste Runde mit den schlechtesten Grafikeinstellungen. Und dass es alles so ausarten wird in der ersten Runde, habe ich selbst nicht gedacht. Ihr müsst mal gucken, ich habe euch bei vielen Stellen bei dem Gameplay auch noch die echte Sicht aus dem Kinomodus eingeblendet, genau nebendran. Und das ist so gut mit den zwei Ansichten. Ich habe mich bei manchen Dingen echt totgelacht, das im Nachhinein zu sehen, was ich eigentlich gemacht habe. Also wie gesagt, nicht wundern, wenn ich viel über die Grafik rede, weil es wie gesagt meine erste Runde mit den Einstellungen war. Und gestern wollte ich die nicht hochladen, weil das Video dann bestimmt über eine halbe Stunde gegangen wäre. Ich würde mich über ein Abo freuen und wenn ihr die Glocke auch noch gleich aktiviert und ein Like wäre auch geil, einfach zum Support. Das geht schließlich nur eine Sekunde und ihr hilft mir schon sehr. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meiner ersten Runde mit der schlechtmöglichsten Grafik in Fortnite. Gehen wir mal runter, Leute. Das ist hier der wundervolle Fluss, der sich hier durch die ganze Battle Royale Map zieht. Und der ist einfach komplett braun. Okay, Leute, wir gehen runter. Ich weiß noch gar nicht, wo ich genau landen will. Sieht alles so verlockend aus hier gerade. Hier ist Tilted Towers, oder was? Komm, Leute, direkt Tilted Towers. Ich weiß zwar nicht, wohin, aber wir gehen Tilted Towers, Mann. Wir sind auf jeden Fall richtig, glaube ich, wenn hier 1000 Leute sind. Okay, nehmen wir mal mit. Unser Charakter auch komplett in Braun und wir sind Tilted Towers angekommen, jawohl. Dann geht's jetzt los, würde ich mal sagen. Wir müssen jetzt hier echt... Oh, wir bekommen direkt mal in der Luft schon Treffer ab. Okay, was liegt hier? Den weiße Munition nehmen wir mal mit. Dann hier das Jagdgewehr, natürlich auch gar nicht verkehrt, wenn man hier tiltet geht. Und die Double Deagle, okay, jawohl. Pump können wir uns auch noch genehmigen. Boah, wie sieht das hier aus? Ich glaub's nicht. Okay, es läuft auf jeden Fall hier jemand rum und der kommt wahrscheinlich auch. Hier. Boah, komm schon. Ich muss ihn. Yeah, Mann, direkt einen Kill gemacht hier. Beste Grafikeinstellung ever. Dann nehmen wir hier die Maschinenpistole mit anstatt die andere und heilen uns direkt mal voll. Boah, okay, also es ist schon echt hart, Leute. Es ist schon echt hart. Ich weiß nicht, ob ich es so schaffen kann, das Spiel zu gewinnen. Ich hätte es eigentlich mit den anderen Einstellungen noch versucht, so. Aber ich meine, wir haben schon einen Kill. Es geht eigentlich schon gut fit. Leute, lasst mir auf jeden Fall auch ein Abo da. Und hier ist eine Falle. Die hätten wir fast nicht gesehen, aber ich habe es irgendwie getroffen. Ich weiß auch nicht. Lasst mir auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, Leute. Und macht die Glocke auch noch gleich an. Okay, den hätten wir hier, den Zoe. Die Zoe. Und ich glaube, hinter der Wand, da ist auch noch einer am Start. Oder? Yeah, Mann, der Wukong. Ich habe nur seinen Namen gelesen, ich konnte ihn gar nicht erkennen. So, dann die... Ah, er kommt mit. Und ich muss sagen, es macht auf jeden Fall Laune hier in Tilted Towers. Da kann man nichts sagen. Die Holzpaletten auch wunderschön. Dann gucken wir mal, was wir noch so finden können. Die Materialien jetzt nicht mal mehr irgendwie angezeigt, was ist, aber man weiß es ja aus dem Kopf noch hier. Da hinten auch irgendwas mitten in der Luft. Oh, wir haben Schaden gemacht schon. Und den hätten wir auch. Ah, ich habe einen Streamer-Modus an, glaube ich. Das bin nämlich ich, der den Streamer-Modus hier anhat. LMG können wir auf jeden Fall gut mitgehen lassen. Oh, und hier will uns schon jemand snipen. So, ich habe noch irgendwas gehört hier in der Nähe. Da oben. Dann bauen wir direkt auch mal hoch, würde ich einfach sagen. Oh, hier geht was ab. Im Gebäude drin. Komm, direkt mal die Stinkbomben hier rein. Jetzt müssen sie das Schaden machen, oder nicht? Ist schon wieder hier aus dem Gebäude draußen. Oh, hier drinne. Oh, komm schon. Jawohl. Guckt euch an, Leute, hier mit den besten Grafikeinstellungen hier komplett am Durchrasieren. Da oben ist noch ein Sniper, aber wo genau? Ist er im Clock Tower oder? Ich sehe ihn echt nicht. Es rendert ihn wahrscheinlich noch nicht mal. Ah, bestimmt in dem Tower da oben. Ich denke mal schon. Ja, klar. Okay, da sitzt der auf jeden Fall drin. Vielleicht können wir den irgendwie noch holen. Ich weiß halt auch gar nicht, wo der Berg ist, ehrlich gesagt. Beziehungsweise, wo man da hochgeht, weil einfach alles unsichtbar ist.
Aber ich sehe ihn sogar. Ich habe ihn gerade gesehen. Wenn ich den jetzt snipen kann mit dem Jagdgewehr, ey, dann... Da weiß ich auch nicht mehr, Leute. Schade. Ja, ich glaube, ich pushe ihn echt. Ich glaube, ich pushe jetzt echt ins Unsichtbare rein hier. Ich meine, Materialien haben wir genug eigentlich, wenn man es so sieht. Und ich will auf jeden Fall am Berg bauen. Okay, wir sind hier am Berg. Boah, aber das ist hier keine gute... Ich weiß halt nicht, ob er mich sieht. Ist da der Berg jetzt, der mich noch schützt oder nicht? Es ist wie ein Wallhack eigentlich auch fast schon, ne? Ich meine, ich sehe ganz genau im Endeffekt, wo er ist. Oh! Er fliegt. Ich weiß gar nicht, wo es runtergeht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Oh! 6 Kills. Erste Runde mit diesen Einstellungen. Boah, es ist schon hart. Aber was macht man nicht alles für die Community, Leute? So, Loot runtergeflogen. Da unten liegt auf jeden Fall noch was in Loot. Komm, ich zock die Runde einfach weiter. Bis ich nicht mehr kann. Ah, die Double Deagle und die Minischilde nehmen wir noch mit. Und jetzt gucken wir mal, wo es weitergeht. Man muss die Map echt schon gut kennen. Hier ist schon wieder der Fluss. Da ist aber noch dieser fette Berg. Okay, eigentlich können wir da durchlaufen dann gleich. Und vielleicht mal ein ATK oder so schnappen, dass wir mal sehen, wie das dann noch aussieht. Oder in Rister gehen. Aber die Busse sind ja wirklich der Oberhammer, oder? Die sind hier komplett in Silber. Das ist auch sehr, sehr gut. In feinstem Silber sind die hier. Dann können wir uns hier eben nochmal Schild auch gönnen. Und wir sind, guck mal, wir sind top in der Zone. Wenn man hier mal näher hingeht, dann sieht man das erst. Wir sind hier und wir sind echt gut in der Zone. Da können wir uns direkt einen Marker setzen und dann weitergehen gleich. Hammermäßig. Okay, dann gucken wir mal. Nach Norden müssen wir, okay. Wir haben hier auch keinerlei Hilfe. Sieht man überhaupt den Marker? Wir sehen nicht mal den Marker da oben. Aber wir sehen ihn hier hinten, guck mal. Den sieht man nämlich da echt weit. Und dann schauen wir mal mit unserem Wallhack, ob wir hier noch Leute sehen. Ich meine, wir können hier durch den ganzen Berg durchgucken. Wir sehen sogar Greasy Burger, oder? Ne, ist ein Feuerring, glaube ich. War doch was anderes. Aber hier ist auf jeden Fall dieser Berg und da gehen wir jetzt mal hoch. Es ist halt auch ein Nachteil und Vorteil zugleich, so. Und ich glaube, hier können wir drauf, oder? Jawohl. Boah. Oh. Hier hat uns jemand gesehen. Ja, weiß ich jetzt nicht, wovon der geschossen hat. Er soll einfach nochmal schießen, dann sehe ich ihn bestimmt. Oh, ich habe einen... Boah, also... Ist er hier irgendwo im Fenster? Ich glaube, er war da, Leute. Er war da, Mann. Ey, da war der. Da war der. Ich will ihn haben. Oh, das war ein Hit. Das war ein Hit. Komm nochmal. Ey, das ist aber irgendwie auch eine gute Lobby, merke ich gerade. Also, der war ja auch richtig bestrengt. Ey, dass er da nicht irgendwie was anderes gemacht hat oder sich geheilt hat. Ah, die gehen wir auf jeden Fall noch looten jetzt hier. Dann gehen wir gleich mal in die Zone. Und Leute, ganz ehrlich. Mal gucken, ob ich das hier reißen kann. Dann nehmen wir einfach mal wieder die Maschinenpistole. Oder? Nee, ich behalte es LMG erstmal. Nee, ganz ehrlich, die Drumgun. Die ist es. Und hier läuft noch einer, ich höre ihn. Sehen wird wahrscheinlich schwer, aber hören auf jeden Fall. Boah, das Metall sieht auch gut aus, ne? Ja, jetzt habe ich ihn irgendwie aus dem Gehör auch verloren. Ich weiß nicht, ob er noch hier irgendwo ist. Okay, er will es runterballern. Ich weiß halt nicht, inwiefern ich jetzt hier auf dem Berg bin oder nicht. Ah, wo war er denn? Er hat sich wahrscheinlich schon ein bisschen Highground gesucht. Aber die Gegner zu sehen ist hier echt schwer. Da unten. Seht ihr das? Jawohl. Nehmen wir auch noch mit hier den Kerl. Okay. Dann können wir auch weiter direkt. Jetzt müssen wir wirklich los in die Zone. Also jetzt drückt es wirklich langsam schon sehr. 8 Kills hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Auch noch Tilted Towers einfach gelandet. 8 Kills. Was geht da ab, Leute? Jetzt mal ganz ehrlich. So, hier ist irgendwo der Berg. Müssen wir erstmal gucken, dass wir hier überhaupt noch irgendwie hochkommen. Weil wir halt auch echt nicht wissen, wo der anfängt und wo der aufhört.
Aber ich glaube, hier sind wir. Sind wir da drauf? Nee, noch nicht ganz. Komm schon. Jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind endlich auf dem Berg angekommen. Das waren wir vorhin. Und halten mal direkt auch schon nach den nächsten Gegnern hier. Das hier hinten ist das Fußballstadion, sieht man auch schon von da. Pleasant Park müsste da auch irgendwo vorne sein. Das ist die Tanke. Und Pleasant Park liegt dahinter irgendwo. Ich glaube, da sehen wir schon, ja, die Gebäude da hinten. Und da müssen wir jetzt auch hin, weil das auch die Zone ist. Es spielt sich auf jeden Fall gut so, ich kann nicht klagen. Hier auch ein ganz gutes Gebäude. Es hat sogar noch einen versteckten Untergrund. Aber da ist nichts drin, okay. Nehmen wir das Mini-Schild einfach noch mit. Und hier oben richtig jemand am Skybase bauen. Ich werde den runterballern, Leute. Wisst ihr was? Ich werde den runterballern. So, er springt schon. Er will mir den Kill. Ah, er gönnt mir den Kill, okay. Er wollte ihn mir, glaube ich, nicht gönnen. Ah, dann looten wir den nochmal direkt hier. 9 Kills, Leute. Ich kämpfe hier um jeden Kill mit den Grafikeinstellungen. Der hat sich schon ordentlich was hochgebaut da. So, und da hinten liegt auch sein Loot, ich sehe es schon. Aber hier ist noch irgendwie ein Berg oder sowas, dass hier nicht drüber kommen. Mal ein bisschen hochbauen. Und wir sind auf dem Berg drauf auf jeden Fall. Oder auch nicht. So, schaffen wir es jetzt? Nee. Was ist denn da für ein Berg auf der Karte? Ah, wir kommen dem Loot auf jeden Fall näher, das ist gut. Vielleicht hier noch so ein bisschen hochbauen und jetzt haben wir einen Glob safe. Jawohl. Okay, ich weiß nicht, ob ich die neue Waffe nehmen soll, hier die neue Pumpgun. Ich glaube, ich nehme sie einfach mal mit. Und noch 11 Leute am Leben. Okay. Dieser Baum ist auch so schön grün, ne? Das ist so ein wundervoller grüner Baum. Den müssen wir uns mitnehmen. Da hinten wird gebaut, das sehe ich natürlich direkt mit meinem Wallhack hier. Guckt euch an. Da baut er hier gerade die Steinplatten hoch. Und da werde ich jetzt auch direkt mal hingehen. Vielleicht sind sie gerade selber noch am Kämpfen. Da ist schon die Zone. Hier sehen wir schon die Zone ankommen. Ist auch gar nicht mehr so weit weg. Und jetzt sehen wir gleich, wo die nächste Zone sich befinden wird. Und wir sind drin. Jawohl. Müssen wir nur noch ausfindig machen, wo der Typ da ist. Also hier geht es auf jeden Fall hoch. Sieht man an dem Baum auch schon. Dass wir da schon ein bisschen weiter hochbauen müssen, um da hochzukommen. Ich glaube, jetzt sind wir drauf, genau. Hier hinten nämlich der eine Typ. Schleicht hier rum. Oh, nee, also ich glaube, ein Gunfight fange ich jetzt nicht mit dem an. Oh, ist hier auch ganz interessant, was hier noch gibt. Richtiger Minecraft-Modus. Ich komme hier gerade gar nicht klar. Ich weiß nicht, wo ich bin, wo ich hin muss. Ich weiß nur, dass hier irgendwo ein Berg ist. Und ich... Weiß nicht, ey. Ich glaube, ich laufe hier gerade voll gegen einen Berg oder sowas. Wir müssen einfach mal hier ein bisschen High Ground aufbauen. Ich habe nur Angst, dass ich nachher an Fallschaden irgendwie sterben werde. Ah, komm schon. Wie kommt man da hoch? So. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe gleich keine Materialien mehr, wenn es so weitergeht. Komm, jetzt. Jetzt sind wir noch hier auf dem Berg, genau. Es ist mega verwirrend. Ich will hier unter die Map gehen. Mich würde mal interessieren, was ich hier gerade zusammenbaue. Ich glaube, ich werde es mal nachher im Kinomodus noch einblenden. Nebendran noch. Dann seht ihr nämlich die Sicht vom Kinomodus, also wie es eigentlich aussah. Und dann natürlich mein Gameplay. Nebendran. Und hier ist sogar noch ein Schildtrank. Den nehmen wir uns direkt mit. So, da unten auch schon was gebaut. Okay, da hat noch wer geschossen von da hinten. Das ist hier die Raketenbasis. Jetzt wird mir das erst klar. Die Raketenbasis, Leute. Hier ist sie gestartet. Schurkenbasis und von hier habe ich was gehört, aber ich kann hier nicht mehr durchsehen, ob hier irgendwelche Leute sind.
Weil es einfach, ja, eine Matschschicht überdeckt ist hier alles. Aber mein Gehör ist hier wirklich das Hilfreichste ever. Mein Gehör hilft mir wirklich extrem hier. Oh, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nicht irgendwie uns verbauen. Aber eigentlich kann nichts passieren, wenn wir immer hier bleiben und schön runtergehen erstmal. Okay. Ich habe halt nur noch zwei Platten, das ist das Problem. Ich weiß gar nicht so, wie es aussieht, wo ich gerade eigentlich bin. Und wie viel ich noch brauche zum Runterkommen. Aber ich glaube, ich bin schon ziemlich weit unten jetzt. Ich glaube, ich bin schon wirklich fast am Grund. Ist hier einer drin? Ich brauche auf jeden Fall mehr Materialien. Nee, da ist niemand. Boah, das ist echt. Das beängstigt mich, wenn ich hier nicht mal irgendwie einen Boden sehe unter mir. Immerhin wieder 80 Materialien und die Zone kommt. Müssen umgehend reingehen und da hinten sind noch zwei am Duellieren. Okay, komm, Zone schnell. Und da hinten der Sniper. Ich sehe ihn noch nicht, aber ich kann auf jeden Fall gut hören. Und ich glaube, er war da. Er war noch einer links. Also es war noch einer links. Und hier oben. Safe einer. Oh, ich kann nicht mal den Baum hier fällen. Okay, da unten. Hier ist einer drin. Bounce Pad. Okay. Nochmal Bounce Pad. Jawohl. Wo sind aber die Gegner? Oh, hier locker, locker einer. Den habe ich hier doch schon gehört. Komm. Da, guck mal. Jawohl, 10 Kills. 10 Kills. Nehmen wir die Heavy einfach noch mit. Und ja, was kann man noch machen? Wir können auch den Großen hier eigentlich trinken eben. Und ich würde sagen, wir sind echt startklar für die nächsten Leute, die hier noch kommen, ne? Mal gucken, wie viel es noch werden. Also noch 5 Leute am Leben. So spielt sich's echt gut, muss ich sagen. So, Bounce Pad mal eben nochmal benutzen. In die Zone rein. Und da oben geht noch was ab. Okay. Wieder auf dem Tower natürlich. Auf dem Berg, wo ich ewig gebraucht habe, um mal hochzukommen alleine. Ja, wir können sie hier noch gar nicht abknallen. Seht ihr? Also, da ist noch ein Berg irgendwie in der, im Weg. Aber vielleicht können wir reinbomben. Das wäre krass. Können wir da reinbomben? Oh, voll der Wallhack oder was? Oh, ist schon ein Wallhack, Leute, muss ich sagen. Komm, 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 komm. Jetzt los. Komm weg hier. Wallhacker. Oh, hier ist er irgendwo. Okay. Ich muss hier umgehen runter. Okay, die Zone, die drückt schon ein bisschen. Boah, aber man baut ganz gut eigentlich. Also, den Grafikeinstellungen, da keine Verzögerung, gar nichts. Okay, da hinten ist halt auch noch ein Sniper. Das ist erstmal Gunfight mit dem im Nirgendwo. Keine Ahnung, wo ich bin. Oh, ich glaube. Ich weiß halt gar nicht, wie hoch ich hier noch bin. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Berg stehe oder ob ich hier kurz wirklich vorm Untergrund bin. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. So, erstmal den Jack-Jack gönnen, der nicht mal ein Bild hat. Und dann, ja, 11 Kills. Let's go. Jawohl, Sniper wird sich auch noch gegönnt. Vielleicht können wir da noch einen kranken Quickscope raushauen. Und. Obwohl eigentlich der Granatenwerfer halt echt auch nicht schlecht ist, ne? Damit habe ich glaube auch schon Hitmarker gegeben. Ja. Der hat auch keine Materialien mehr gehabt, der Typ, glaube ich, oder? Da hinten ballert noch jemand richtig krank rum hier mit dem Maschinengewehr. Oh, wir sehen nicht mal in der Mitte, wo wir hinballern. Wir sehen nicht mal in der Mitte, wo wir hinballern. Mit der Sniper hier. Das hat es nicht mal gerendert hier. Okay,
Okay, hier ist auf jeden Fall noch ein Berg. Wir sehen ihn schon mit dem Wallhack. Das ist ein kranker Wallhack, Leute, sage ich euch. Der will sich jetzt heilen, oder was? Nein, 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 nein. Okay, ich erwische ihn, glaube ich, gar nicht. Ist immer noch ein Berg im Weg. Aber ich weiß, wo er ist, Leute. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Vorteil. Ich habe ihn getroffen. Mit der Sniper ohne Visier. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Let's go, Leute. Let's go jetzt, Alter. Oh. 12 Kills. Epischer Sieg, Leute. Jetzt seht ihr mal, wie es epischer Sieg aussieht. Und das sieht sogar komisch aus. Guckt euch mal dieses Viereck da noch an, das sich so dreht. Epischer Sieg, Leute. Was soll man dazu sagen, ne? Also, die Grafikeinstellungen sind auf jeden Fall heftig, Leute. Ganz ehrlich, 12 Kills habe ich hier gemacht in wirklich den allerschlechtesten Einstellungen, die man überhaupt machen kann. Leute, dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Like dalassen. Es geht einfach nicht anders. Die, wo noch nicht abonniert haben, die lassen jetzt auch mal nochmal ein Abo da. Hier macht mal die Glocke auch noch gleich an. Das war's, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut auch bei mir auf Insta vorbei, da heiße ich CrenchX. Genießt die Ferien, solange sie noch da sind. Für die, wo arbeiten müssen, Leute, zieht durch. Bald habt ihr wieder frei. Haut da rein. Euer Crench Royale.